Game Boy, Nintendo Switch Online, Leute, oh. Oh, das ist direkt schon alles da. Ja, man kann jetzt endlich Gameboy-Spiele auf der Switch spielen und ich wollte es mir halt, wie wir es eigentlich fast immer machen, einmal angucken. So, man kann den Bildschirm in verschiedenen Farben reinmachen. Also einmal dieses klassische Gelbe, dann dieses Schwarz-Weiß, was ich sogar echt schön finde für bestimmte Spiele. Aber ich will den Gameboy Color Look, selbstverständlich. Ich spiele für den Gameboy klassisches Spielgefühl, weil kleinere Bildschirmgröße? Nee. Oh! Ah! Nee, ich will das schon voll haben. Also es soll wohl dann ein bisschen anders laufen und so, aber nein. Nordamerikanische Version, nee, ich will auch die europäischen sehen. Steuerungsspiele anzeigen. Anzeigen, nein. So, das hat einen Grund. Genau, man kann lokal mehr Spieler... Lokal? Lokal? Aber da muss doch jemand anderes on the Switch haben, ne? Okay. Ja, ich würde mir jedes Spiel einmal angucken. Einfach von links nach... Oben nach unten Dings. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ist denn jetzt hier? Achso, da steht sogar unten dran. European. Dann schauen wir uns die doch mal an. Ja, ich bin sehr froh darüber, dass es Gameboy-Spiele endlich auf der Switch gibt. Habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Und ja, ich weiß doch. Genau, Alone in the Dark. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich meine, ich kenne Alone in the Dark so vom Namen her, von dem Spiel. Oh, schön, dieser alte. Gameboy Sound Fähigkeiten. Sehr schön. Ich glaube, die bringen noch sowas wie Resident Evil von Gameboy Color drauf. Das wäre geil. New Game. Ja. Ring, Ring, Ring. Ja, ich weiß, wie die Steuerung geht. Ist ja okay. Besonders, man schaltet es aus und dann wird trotzdem nie gesagt. Ach, da ist ja auch noch Steuerung. Ich finde es schade, dass man den Bildschirm nicht ein bisschen, weil oben und unten sind schwarze Balken. Hello, Edward, can I speak? So. Mr. Kanwe, my name is Aline. Boah, das sieht man gar nicht. Cedric, I'm an archaeologist and it's about your partner, Charles Hiske. Charles working on a case for you, Miss. Ich will das gar nicht lesen. Ich will einfach nur. Oh. Was ist das? Tü. Oh. Okay, die haben Walkie-Talkie. Something on the ground might provide a clue to what happened here. Walk to the object and press the B button to pick it up. Okay, es ist irgendwas passiert. Ich hab's abgepickt. Da hinten sind Augen. Hallo? Oh. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel soll. Oh. Walkie-talkie. Orange Flask. Leiter. An old map of Shadow Island. Oh. Ah! Shadow Island. 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 Aha. Also für ein Gameboy-Spiel sieht das eigentlich voll interessant aus. Muss ich schon sagen, auch wenn ich da gerade voll Kopfschmerz von krieg. Clip of bullets laying on the ground. Someone must be... Was? Ach Gottes Willen, englische Sprache. Moment. Walkie-talkie geht an. What the hell is that? Looks like a trouble. Better be ready for anything. Oh Gott, es geht los, Leute. Also man muss doch wohl kämpfen. Ich find's grad so geil, ne? Es ist einfach so affig, aber ich find's grad so geil. Ja, wir gucken uns, wie gesagt, die Spiele nur kurz an. What the hell is that? Looks like a trouble, better be ready for... Oh, es geht wieder los. Ein Stein. Oh! Eine Katze! Oder was auch immer. Das ist so lustig. Clip of Revolver. Oh, cool. Revolver-Kugeln. Hey, wir sind wieder hier.
Ich weiß auch gar nicht, wie ich das Ding da oben aktivieren kann. Heißt das Walkie Talkie irgendwas? Oh. Arriving at Alamoth's Mansion, there doesn't seem to be any sign of life. Kein Lebenszeichen. Oh. The best way into Morton's Mansion. You can keine Ahnung, irgendwas mit Button drücken. Das Mansion. Oh Gott, die ist abgeschlossen, hab ich gehört. Oh. Da ist keiner drin. Ey! Da lief doch jemand lang. Hallo? Oh. Okay. Oh, es geht wieder los, Leute. Es geht wieder los. Ich finde, wir haben genug Alone in the Dark geguckt. Es ist okay. Es ist interessant. Es ist schade, dass es nicht auf Deutsch ist, aber es ist jetzt nicht so schwer, aber ich finde es geil. Komm, wir gucken uns Game & Watch Gallery an. Ja! Play Game? Oh, guck mal! Der Held! Der Held der Videospiele. Nee, ich will gerne ein bisschen spielen. Also für die, die es nicht wissen, if you pause the game, turn off the power, you can restart the game. Oh. The game from the exact place you quit. Oh, cool. Die Technik von heute. Also für die, die es nicht wissen. Game & Watch Spiele sind im Prinzip der Vorgänger von Gameboy Spielen. Also das sind immer nur ein System gewesen, da war immer nur ein Spiel drauf. So. Und das ist halt eine Galerie und das ist der dritte. Total. Okay, wir spielen einfach mal das Ei. Muss der Character in the middle to. Okay, ich kenne die doch nicht. Modern, Hard, Modern, Classic, Easy. Erstmal alles Classic. Ja, genau, das ist halt Game & Watch Spiele. Ja, ich weiß doch, wie das geht. Du musst mir nicht mal wieder zeigen, wie das funktioniert. Achso, ich muss auch noch nach oben und unten klicken. Also, sehr. Ach komm, was soll das? Ach so, wegen Zurückspulen. Also ich mag solche Spiele tatsächlich. Weil die sind halt so kurzweilig und lustig. Oh Gott, die Animation. Ja gut, das ist das erste Spiel. Okay, dann haben wir Greenhouse. Ich mach einfach an. Moment, was? Das sieht mir aber nicht wie ein Game & Watch Spiel aus. Das sieht mir überhaupt nicht wie ein Game & Watch Spiel aus. Hätte ich doch mal lesen sollen, was da steht. Es sieht mir eher aus wie ein Spiel, wo man gesagt hat, weil es ist ja echt eine andere Zeit. Was macht der scheiß Affe da? Der Affe hat uns umgebracht. Ey, ich check hier gerade gar nichts, echt nicht. Hey Luigi, was geht? Dann haben wir Turtle Bridge. Ah. So, zeig einfach hier, ganz klassisch.
Ballon! Ah! Das ist gerade so skurril, ne? Ich finde das gerade alles so skurril hier, ne? Das ist so lustig, wie einfach nichts auf Zeit hier ist. Was ist das? Aber es ist halt lustig. Mario Bros. Move package along the counter with a truck. If you drop a packet, you will blablabla. Ich verstehe jetzt. Ich verstehe nicht genau, was ich. Ach so. Das ist mir gerade alles hier sehr skurril. Ich weiß nicht genau, was die Schalter machen sollen. Okay, das ist, das kann lustig werden, wenn ein paar mehr Viechlein drin sind, aber, vom aktuellen Standpunkt aus kann ich das jetzt noch nicht bestätigen. Nehmen wir mal zwei Kuchen. Das wäre vielleicht ganz unterhaltsam. Oder... Päckchen stand dort, ne? Ich habe keine Ahnung. Also für mich ist es ein Kuchen. Ich bin jetzt auch kein Kuchenexperte, ja? Ach so, Bowser verpackt das. Okay, das ist interessant. Das ist mir jetzt schon einer zu viel. Ich verstehe so langsam das Prinzip. Ey, der Karren ist voll! Leute! Was? Jetzt will ich den aber komplett. Jetzt will ich es aber komplett wissen. Mal komplett strapazieren. Das ist Wario! Der Lümmel fährt einfach weg und holt den neuen Karren. Na gut. Das ist lustig. Sehr lustig. Donkey Kong Jr. Schlimmste Spiel von allen. Ich mag Donkey Kong Jr. nicht. Oh Gott. Aber ich finde cool, dass die hier viele neue Looks gegeben haben. Donkey Kong Jr. hatte ich als Mini-Version von diesen auch Spielen. Das ist eigentlich mal ganz lustig. Oh, ich kann die besiegen. Sehr cool. Muss das viermal machen? Oh, ich bin tot. Nein! Zwei? Nein!
Ach komm. Egal. Donkey Kong wird heute nicht befreit. Er ist selber schuld. Was ist das? Das ist Zufall, oder was? Ah, es gibt nochmal Spiele. Ja, gut. Kann man wohl freischalten. Das ist interessant. Und Galerie ist was? Collect stars to see gallery corners. The higher your score, the more... 11? Was? Ich würde die Spiele vielleicht auch mal richtig irgendwann spielen. Okay, egal. Nutzt die Spore. Ja, da waren immer so kleine Extra. Ich glaube auch irgendwo war ein Kalender oder so drin. Naja, ich würde sagen, zurück zum nächsten Spiel, was Gargoyles Quest ist. Keine Ahnung. Ich habe gehört, dass, oder beziehungsweise sie meinten irgendwie was, das ist ein irgendwie ein Ding, irgendwie Longtime Ghoul, keine Ahnung, Ghost. Na, wir sind ein Gargoyle. Für die, die nicht wissen, was ein Gargoyle ist, das ist ein Wasserspeier. Gab's auch mal eine Serie zu. Von Capcom. Dann starten wir mal. Muss man sogar Start drücken. An anderen Army attacked, the king has been... Oh. They are very strong. Fireball. Übrigens spreche ich das extra so komisch aus, weil das ist lustig. Dimension Portal that leads here. Okay, irgendwas mit Dimensionsportal. Immer noch böse. Oh. Oh. Man sollte vielleicht auch mal alle Tasten ausprobieren. Alle zwei. Hey, er kann fliegen. Das ist eigentlich immer so unlustig. Find ich lustig. Nicht meine Art von Spiel, aber hey. Obwohl, ich glaube, als Kind hätte ich damit Spaß gehabt. Als Kind hätte ich meinen Spaß damit, der Scheiße gehabt. Ja, also richtig. Und tot. Aber es ist, ich bin kein Kind mehr. Kirby! Das werden wir, glaube ich, sogar einmal komplett spielen. Das ist tatsächlich der erste Kirby-Teil. Ist das etwa eins von diesen Unreal 5 Spielen? Ich glaube schon. Ich glaube, das war so eins. Und das hier ist sogar Unreal 7. Habe ich mal gehört. Green Greens. Ob das auch so Greens aussieht? Also muss ich sagen, schon. Ding, das sieht ganz gut aus. Aber das nix drin. Hab ich einmal für ein Gameboy-Spiel? Ich will übrigens, dass man immer über alles wegfliegen kann. In. Ob ich da rauskomme? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mal Pirat war? Nein, ich wollte sagen, habe ich schon mal erwähnt, dass ich kein großer Kirby-Fan bin und ich bin sehr froh, dass wir einen Kirby-Teil durchgespielt haben. Hey, es gibt sogar einen Score. Kann ich die auch rausspucken? Ja. Was soll ich? Dann flieh ich mal weg, mein Lümmel. Ersten Boss hier. Wow, ich fühle mich so. Oh Gott, nein. Ich fühle mich so beansprucht. Spiel, warum tust du mir sowas an? Beanspruchen. Hey, der hat ein Hütchen verloren. Man kann ja nicht jeder ein Hütchen haben, ne? Was? War schon ein großer Gegner, muss man ja schon sagen. Hey! Was falsch, musst du nach unten drücken. Aber die haben auch, ich glaube auch generell keine, nicht alle Fähigkeiten, ne? Haben wir hier? Ist das eine Katze oder was ist das? Das ist schon groß, ne?
Okay. Ich bin total begeistert. Das ist eine Maxi-Tomate. Wow. Es wird immer besser. Ey. Wieso kann ich die Dinge nicht kaputt machen? Ach, da hätte ich schneller hochkommen können oder so. Nee. Naja. Oh. Ey! Zwei Bossgegner im ersten Level? Wie frech. Ja? Ey, ey, ey! Sollen wir hier nicht so... Wird nicht gewöhnlich. Ey! Nein, übrigens nicht solche Bäume. Die sind mir sehr suspekt. Ja, wir haben's! Ja! Freude! Okay. Mehr brauche ich nicht. Aber es ist lustig. So, wir haben hier noch, guck mal, wir haben die deutsche Version. Link's Awakening. Das wollte ich nicht spielen. Das Steuerkreuz ist immer so ein bisschen blöd. Ein Spiel, worauf ich mich sehr freue, ist ja nicht so... Also ich habe gehört, es ist unnötig. Warum soll man sich eine Software holen, die man gratis beim Online-Ding sowieso dabei kriegt, wenn man sich das Spiel auch für 60 Euro kauft? Kann. Okay, kostet 40 Euro. Und denke mir so... Viele spielen noch lieber das Gameboy-Original. Ich finde cool, also ich habe das schon auf dem auf dem Dings gespielt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wenn man Zelda eingibt, kriegt man einen Bonus, ne? Das ist übrigens eine Sünde. Aber ich mag Sünden. Aber nicht, dass das eine spezielle Musik gespielt wird oder ein anderer Modus oder muss das einmal durchgespielt haben? Ich habe keine Ahnung. Gott sei Dank, ich dachte, du wachst nie mehr auf. Der Wurm ist der echte Boss in einem Level, der andere ist mehr ein Miniboss. Oh, so ein Betrüger. Ah! Wer ist das denn? Wir sind Ryu. Und ein Pups. Ja, auf der Insel, ja, ich hab das Spiel schon gespielt. Mehrmals gespielt. Gib mir mein Schild. Gib es her. Hallo, Zelda. Eigentlich halt nicht Zelda, aber ich habe mich so benannt, weil ich das lustig fand. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber es sieht halt sehr blass aus. Vielleicht liegt es auch einfach an diesen Einstellungen oder so, ich habe keine Ahnung. Aber es ist schon cool, dass man das Spiel spielen kann. Wir sind auch so ein bisschen frame-technisch auch so ein bisschen problematisieren. Mal gucken. Ich habe hier noch das Remake rumliegen. Also ich habe das mal ausgeliehen von einem Kollegen und ich habe das dann gespielt und ich fand's gut. Aber ich fand's, es hat 60 Euro gekostet und ich, das war, glaube ich, eines der schnellsten Zelda-Spiele, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Die ich jemals gespielt habe. Also, für den Preis fand ich das halt, also gut, dass ich nichts gekauft habe. Obwohl es mich ärgert bis heute, dass ich mir die Limited Edition nicht geholt habe. Ja, ja, einer. Ja. Ich bin der Grund, ja, ihr seid alle doof, ich weiß. Ja, ich hab das schon gespielt. Und einen richtigen Playthrough machen wir noch. Wir gucken uns hier jetzt nur ein bisschen die Spiele an. Zauberwald im Norden. Du bist froh, auf dem Schwert den Namen Zelda zu lesen. Also, tatsächlich ja. Ja, jetzt geht das Spiel richtig ab. Nein, mein Geld. Nicht mein Geld. Ah, ist das schön. Nee, es kommen ja noch Oracle of Season und Ages, für die es nicht wussten. Auf die bin ich sehr gespannt, weil die habe ich auch auf dem Game Advance, aber die, die habe ich auf dem 3DS. Habe ich vorhin auch Game Advance gesagt, mit X-Awakening? Nee, ich habe die halt alle auf dem DS, 3DS. Ich mir da mal gekauft, weil ich mir jeden 3DS, Zelda-Teil für den 3DS holen wollte. Ja. 60 Euro kosten Spiele nur, wenn man die im Game Shop kauft oder direkt von Nintendo kauft. Ja, meist. Deswegen, boah, da ist jetzt die ganze Diskussion mit Tears of the Kingdom, weil das kostet ja 70 Euro und ich denke mir so, ja, und alle so, ja, Breath of the Wild hat auch damals 70 Euro gekostet. Und ich so, was? Okay, wusste ich gar nicht. Ich habe dafür 100 bezahlt.
Ja, wegen der Collector's Edition. Aber, sind das so, ja, die erhöhen jetzt alle Preise und dann so, nein, die Spiele kosten immer 70 Euro. Das hat auch schon damals so gekostet und ach. Nee, echt viel mehr Spiel. Aber ich muss sagen, ich finde Gameboy-Spiele teils besser gealtert als NES-Spiele. Obwohl ich sagen muss, es gibt selten Gameboy-Spiele, also es gibt generell selten Spiele von diesen verschiedenen Systemen, wo ich generell sage, oh ja, das ist es. Ich bin nur so ein bisschen altbacken. Ja, eigentlich neubacken. Ach, keine Ahnung. Was weiß ich denn schon? Ja, ich weiß. Ich glaube, es wäre interessanter, das halt wirklich auf dem Handheld, also im Handheld-Modus zu spielen. Dafür ist es ja auch, glaube ich, sind ja Handheld-Spiele auch, glaube ich, gemacht, ne? Dann mit dem Tanuki, hallo? Meine Waschbärenhase ist äußerst sensibel, was Staub mal drauf. Ich hätte nicht mal 50 Euro bezahlt für viele Switch-Spiele. Ne, für die meisten werde ich auch, ja, stimmt, ich verlaufe jetzt immer. Ja. Oh, eine Fee. Nee, also für, ja, wenn ich die neu kaufe, dann ja, aber eigentlich ist das auch selten, weil die meist schon im Laden ja für weniger drin sind. Also zum Beispiel bei bestimmten Elektroketten kosten die dann auch nur 47 Euro oder sowas. Keine Ahnung. Ja, also ich will jetzt auch nicht hier viel ins Spiel verweilen. Also es ist halt klassisch Zelda, Dungeons und bla bla bla. Wie gesagt, das Spiel habe ich auf dem Gameboy damals gespielt. Ich glaube, ich habe es noch auf dem Gameboy, also schon auf dem Dings, auf dem 3DS, aber ich habe es auch, glaube ich, nicht ganz durchgespielt. Ja, und die Dings-Version, die habe ich damals als Let's Play sogar gemacht. Bei dem werde ich immer wieder verarscht. Also, wer es gucken will, ist auf YouTube, auf der Buzz. Ist das schon der erste Dungeon? Nee, das ist die Hexe. Ja, gut. Weiter geht's. Auf das, worauf ich mich am meisten freue. Ich habe das Spiel, das ist das einzige, was ich nicht spielen konnte. Der einzige Metroid-Teil. Weil es den nur auf dem, also klar den Gameboy, dann gibt's das Remake auf dem 3DS und dann gibt's das Spiel halt so auch noch auf dem 3DS. Und ich weiß von vielen, viele vergöttern das Spiel. Es hat wohl Probleme. Aber Alter, ich freue mich so. Wir können es endlich zocken. Ich bin nur ein bisschen entsetzt, dass wir... Entweder habe ich hier ganz viel weggedrückt, oder es war tatsächlich keine Story da. Okay, quer kann ich nicht stellen, aber okay. Ich bin auch schön, dass das Samus endlich mal ein bisschen vernünftiger aussieht. Kann ich... Oh, Schmorfball geht auch schon. Also storytechnisch ist das sehr interessant, weil man ist halt wieder auf dem Planeten Zeus und muss ziemlich rauskommen. Ich muss sagen, die Grafik ist eigentlich echt gut, ne? Also dafür Metroid 2 und damit hat man dann Super Metroid 2. Kann ich nicht meckern. Also das wird auf jeden Fall ein Spiel sein. Das werden wir auf jeden Fall zocken. Das werden wir auf jeden Fall durchsuchen. Und zwar hart suchen. Ich hab's wirklich noch nie gespielt. Ich hab grad so Bock. Ah, und ich will dir nur Spiele vorstellen. Dings müssen wir auch selber vorstellen, weil ich die ja noch nie gespielt habe. Ihr wisst. Was ist hier denn jetzt kaputt? Moment. Press Start. Save completed. Es wird gesaved, Leute. Es wird gesaved. Sogar nicht, wo man hin muss. Und ich glaube, das Wasser ist böse. Wäre doch schön, dass das so einigermaßen Farbe ist. Also auch, dass ich das theoretisch sagen könnte, nö, will ich nicht. Ja. Ist sehr schön. Einfach ausgelöst. Alle! Oh. Oh, und man startet auch wieder hier. Schön. Ja, sonst wäre ja das ja auch blöd mit dem Save. Ah, okay.
Ich weiß gar nicht, ist man überhaupt auf Zebes? Ich glaube, ist das überhaupt Zebes? Ja doch, Talon 4 ist aus Metroid Prime. Ja, noch Zebes. Ich finde das gerade so schön, ne? Ich muss ein bisschen schwärmen. Will ich irgendwie was Lustiges noch finden? Nee, irgendwie ist hier gerade nichts. Eine Frösche und sowas. Missiles. Die denn? Sehr, sehr schön. Na, was sagt der Senbio so? Hört er noch zu? Ich bin schon wieder hart beschäftigt. Der hat heute... Boah, ich habe heute wieder so viele Kommentare von Senbio gekriegt. Metroid! Das ist tatsächlich so eine Sache, die ich an den Metroids nicht so zu schätzen weiß. Dass die halt sich so mutieren, aber... Hört wohl dazu. Naja, und da vorne haben wir was. Oh. Was? Sie ist Ding, was? Keine Ahnung, was das Spiel jetzt von mir will. Also ich weiß auf jeden Fall, man muss Metroids hier vernichten. Das weiß ich. Naja, egal. Schauen wir uns das mal an. Überlegen, ob ich mir das Metroid Prime Remaster hole, aber wenn dann nur die Witcher-Fassung. Ich werde sie holen. Ich muss sagen, ich habe am Anfang gedacht, es ist tatsächlich nur ein Reskin, also neue Texturen und ein bisschen angepasst. Ich habe mir jetzt Vergleichsvideos angeguckt. Die haben da viel mehr Mühe, also allein grafisch haben die viel mehr Mühe in sich reingesteckt als bei Skyward Sword. Das ist so krank. Es sieht so unglaublich krank aus, wenn du es nebeneinander stellst. Also ich werde es mir auch Retail holen und wir werden das hier im Stream spielen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Sondern auf dieses Spiel bin ich auch sehr gespannt. Mein Bruder hat das vorhin ein bisschen gesuchtet. Und ja, es ist halt Mario Land 2. Ich finde es sehr schade, dass es Mario Land 1 übrigens hier nicht gibt. Aber ich bin sehr froh, dass es Mario Land 3 gibt. Also ich bin mit Mario Land 1 habe ich tatsächlich als ich sehr klein war mal gespielt. Das ist aber, da war ich aber sehr klein. Also schon lange her. Ich höre immer nur, dass Mario Land 2 halt eine der besten Mario-Spiele ist, die existieren. Und bin sehr gespannt. Der zweite und dritte sollen auch schon fertig sein, aber Nintendo überlegt, wann die released werden. Okay. Aber ich muss echt sagen, kleine Trilogie hätte ich mir gewünscht. Aber so wie das grafisch aussieht, muss ich echt sagen, da ist es, das ist mir absolut die 40 Euro wert. Und ich habe die ja nie, also ich habe nur den Prime Teil 1 gespielt, ein bisschen. Aber auch nicht viel. Also ich kann da jetzt auch nicht viel zu sagen. Ja, ich find's unglaublich. Also ich find's echt unglaublich, was die da gerade so rausziehen. Und ich bin auch echt gespannt, wie das dann halt auch zukünftig mit Prime 4 aussieht. Ich wollte ja eigentlich immer die GameCube-Version als erstes spielen im Stream. Achso, warte mal, ich habe gehört. Oder bist du gesagt, mein Bruder hat irgendwas erzählt von der Spin-Attack? Nee, keine Ahnung. Oh, hi, Princess! Ja, ich spiele auch nur das erste Level. Ich spiele halt... Oder wenn auch. Es ist ein Mario und ich finde halt die Levelstrukturen eigentlich ganz cool, muss ich schon sagen. Also das haben die schon echt cool gemacht. Bin sehr beeindruckt. Und wir spielen den nächsten Klassiker. Wir kennen es alle. Ich hoffe, wir kennen es alle. Ich hätte befürchtet, dass jeden Teil für 60 Euro aus 140 geht in Ordnung. 40 geht meiner Meinung nach auch komplett in Ordnung. Also wirklich für dieses Verhältnis dann auch. Ich muss tatsächlich sagen, Musiktyp B ist mega unbegründet unbekannt. C ist okay. Aber B geht fast genauso ab wie A. Aber A ist halt bekannter, ne? So, Leute. Tetris, wir kennen es alle, wir lieben es alle. Also, ich hoffe, ihr liebt es auch. Weil wenn nicht, was macht ihr hier? Wir werden tatsächlich auch mal irgendwann ein bisschen Tetris suchen, weil ich habe auch das Originalspiel auf der NES. Deswegen, das... Ich
weiß gar nicht, kann man hier. Bei einem späteren Teil kann man nach oben drücken. Wenn man nach oben drückt, hat das Geräusch. Ich habe das auch so oft damals auf Gameboy gespielt. Das ist unglaublich. Das waren Zeiten. Da fühlt man sich auch wieder jung und knackig. Obwohl, knackig ist ja eigentlich erst im Alter. Ach ja. Das Geräusch, der Reißverschluss. Da war er wieder. Ah, ist das schön. Ist das schön. Das sind so Sachen, da vergisst du, dass du sie vermisst hast, so weißt du? So dieses Spiel hier. Also gar nicht mehr, wie das ging. Ob das hier ein Level oder so war? Keine Ahnung. Nee, also ich hab's vorhin schon gesagt, ich bin absolut zufrieden mit der Nintendo Direct. Also ich kann wirklich nicht meckern. Wie viele von diesen Kackblöcken kriegen wir denn noch? So, wie schön. Ein bisschen Ordnung schaffen. Ein bisschen Ordnung schaffen. Nee. Jetzt aber nicht schön. Oh, das war ein bisschen doof. Egal. Wollen ja jetzt hier auch nicht übertragen. Wir gucken uns ja die Scheiße hier auch nur an. Nein. Ah, das war knapp. Das war dumm. Ja, langsam kann man es aber auch mal gut sein lassen, ne? Ich mag sogar tatsächlich diese Dinger total, wenn man das einfach sich so richtig blöd stellt und das dann wieder lösen muss. Das habe ich früher auch gern. Ich glaube, das gab es sogar als Zusatzlevel. Ich meine schon. Irgendwas war da nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch hier. Der weiß ich nicht. Wie alt war ich da? Kam ich nie weit. Boah. Immer einen Block wegdrücken. Ich stelle mich auch gerade so dumm einfach an. Hey! Seid nicht frech hier. Nicht frech werden. Finde ich nicht gut, wenn Spiele frech werden. Überhaupt nicht. Das werden sie leider viel zu oft. Ob es mir glauben wollt oder nicht. Meistens wollen sie mir nicht glauben. Komm, ich brauche hier noch so ein Dingsbums. Ey. Also langsam geht mir das hier echt zu weit. Das kann ich euch hier aber sagen. So, hier, Freundchen. So, einmal nochmal den hier reingehauen. Einmal den hier reingehauen. Einmal noch den hier. Guck. Da ist hier schon wieder alles ratzfatz geregelt. So schnell kann es gehen hier. Geheimnis in Tetris ist, niemals die Ruhe verlieren. Wieso bringt Nintendo die Online-Spiele nicht alle auf einmal raus? Die sind ja schon fertig, aber Nintendo will ja nach und nach erst rausbringen. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlimm. Ich finde es nur blöd, wenn jetzt tatsächlich, ich sag mal, selbst wenn in 2 Jahren die nächste Nintendo-Konsole erscheint, bis dahin haben wir immer noch nicht alle Spiele, wo wir sagen, boah, ja, geil. Weißt du? Und das kotzt mich an, dass wir so lange warten für nichts und wieder nichts. So. Das nervt mich. Dass man noch nicht mal irgendwie so einen Punkt hat, wo man so sagt, yo, jetzt bin ich froh und dann ruht das so ein Jahr. Nee. Wie du sagst, theoretisch haben sie es ja. Ich glaube, das ist so das Ärgerlichste an der Sache. Ja, das ist halt Tetris, komm. Ist halt Tetris. Und jetzt bin ich... Komm, jetzt kommt das Highlight. Ich hab's vorhin mal beim Bruder gesehen. Ich weiß nicht, was das ist.
Ich weiß nicht, was das ist. Also im Sinne von, es sieht so geil aus. Warum nur Varulin 3, nicht die beiden Vorgänger? Moment, das ist... Das ist doch nicht Varulin 3, das ist doch Mario Land... Das ist Mario Land 3. Oder vertue ich mich jetzt? Moment. Aber das steht ja gar nicht. Also ich dachte, es ist Mario Land 3 Wario Land. Tatsache. Moment, dann gab es 5 Jump'n'Runs auf dem Game Boy? Na gut, das erklärt auch, warum das Spiel so gut aussieht. Weil ich habe es, wie gesagt, vorhin bei meinem Bruder gesehen und ich finde, das ist ein Spiel, also Alter. Es geht so ab. Und das ganze Art-Design und so. Ich habe nie Wario Land gespielt. Hui, oi, oi, oi. Ein sehr langes Intro. Oh, Mini-Insel. In dem Glas. Wario Land 3 kam von Game of Color raus. Ich dachte, das ist nur Mario Land, dann Mario Land 2, Duncan Princess, und dann Mario Land 3, Wario Land. Oder wie das? Oder Wario Land, Mario Land 3. Irgendwie so hieß das ja, ne? Ja, gut. Ja, dann ist es ein bisschen schade. Also, ich hätte schon gern Mario Land gehabt, weil dann hätte ich das gerne auch gestreamt und dann den zweiten und dann halt den dritten. Also, den hier. Also, ich dachte, das wäre hier der dritte. Okay. Eine versteckte Figur. Irgendwas mit ist in der Musikbox und irgendwas mit andere Sache. Weil der Gott, der die Welt beschützt hat. Bla bla bla. Irgendwas hier. Control Control of this World. Okay. Ich möchte auch gerne Wario World noch haben. Hätte ich auch echt Bock drauf. Generell diese ganzen alten Spiele. Und ich hoffe, dass damit auch die Retail-Preise ein bisschen günstiger werden, wenn die mal so ein bisschen alle nacheinander rauskommen. Ich wollte ja auch bei Metroid Prime, wollte ich ja eigentlich auch erst Metroid Prime 1, 2 und 3 auf der GameCube spielen und dann habe ich ja gehofft, dass dann irgendwann halt die Remakes kommen. Aber ich glaube, jetzt ist es doch umgekehrt. So, erste Welt. Wir können uns ein bisschen saven. Also ich habe es ein bisschen bei meinem Bruder gesehen und es sah halt, genau. Ich weiß auch gar nicht, ob man sterben kann, weil das sah für mich halt echt nicht so aus. Also wirklich gar nicht. Ich finde es einfach, diesen ganzen Stil finde ich so interessant gemacht. Ah, der Bereich, okay. Weil in 3 kann man nicht sterben. Man kann nicht sterben, okay. Hast du mit der Wampe weggehauen? Diese Animation. Wer hat sich das... Das ist so geil. Ich glaube, hier braucht man so spezielle Fähigkeiten, ne? Oh, elektrisiert. Das sieht einfach so gut aus. Ne, das ist echt so ein Spiel, also, das ist genau mein Milieu, sag ich mal so. Ein Schlüssel! Ich muss wieder den einfach mal wegkicken. Wenn man diese Münzen sammelt, sieht man die nicht sogar irgendwo? Oh. Ach, guck mal. Da muss man die anscheinend öfter machen oder so, ne? Und Coins gibt's überall. Böser Baum. Oh, ich brenne. Okay, man kann nicht die Richtung wechseln. Und tot. Da muss noch ein Schlüssel. Raupi. Oh! Ein Gum-Gum-Ball. Was zur Hölle?
Hey, das, nein, was soll das? Nee, ich will nicht schon wieder hier raus. Okay. Das ist doch ein bisschen interessanter, als ich dachte, auf jeden Fall. So, wir haben's. Oh. Eine Axt? Kann ich die jetzt benutzen oder was? Jetzt ein Münzchen. Keine Münzchen. Oh, er shoppt den Baum runter. Ja, gut. The Peaceful Village. Das friedliche Dörfchen. The Bust Plain. So. Ja, genau, das habe ich bei meinem Bruder noch gesehen. Willst du denn da alles? Man kann seit... die haben gestern so scheiß viel angekündigt. Ich habe die ja schon ein bisschen erzählt. Ah ja, und man ist hier jetzt ein Zombie. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich spiele jetzt... Man kann jetzt seit gestern Game... Wenn du den Online-Pass hast, kannst du beim normalen jetzt Gameboy... Hey! Du kannst jetzt Gameboy und Gameboy Color Spiele spielen. Und bei der Erweiterung kannst du noch Gameboy Advance Spiele spielen. Deswegen, apropos, das werden wir auch gleich machen. Aber ich würde jetzt einmal jedem nochmal kurz erzählen. Ja, also eigentlich eine nette Auswahl. Also besonders über Metroid freue ich mich. Zelda ist sehr geil, dass das drin ist. Also mir würde halt wirklich noch Mario Land 1 und 3 fehlen. Und ich wüsste jetzt nicht, Pokémon schreien ganz viele, fände ich auch ganz geil. Klar, die anderen beiden Zelda-Titel, die auf dem Gameboy erschienen. Und vielleicht, weiß ich nicht, Game & Watch Galaxy 1 und 2 wäre noch ganz geil. Und gibt bestimmt noch ein paar kleinere Titel, die vielleicht auch ganz nett wären, würden die hier draufpacken. Aber insgesamt ist das eigentlich schon eine coole Sache, dass die auch direkt gestern so gesagt haben, ja, wann ist das verfügbar? Ja, jetzt. Also das haben die schon ganz cool gemacht. Nee, ich würde sagen, das war die Gameboy-Spiele, die haben wir uns jetzt angeguckt. Und als nächstes schauen wir uns andere Spiele an. Seid gespannt.